Auch bei der Berechnung des Shareholder Values, wie hier im Tabellenblatt Shareholder Value 01, geht es um die Anwendung der diskontierten Free Cashflows. Schauen wir uns dieses Tabellenblatt einmal etwas genauer an, dann werden wir feststellen, dass wir wieder eine ähnliche Berechnungsbasis haben. Wir haben Free Cashflows, die berechnet worden sind in der Zeile 12. Hier wird wieder diskontiert. Sie sehen in dem konkreten Beispiel, das wir hier haben, da werden auf der einen Seite Werte genommen, die sich im Tabellenblatt befinden, beispielsweise hier B3, das Jahr, für das wir das berechnen wollen, dann eben auch in B12, der Free Cashflow, der ermittelt wurde. Es wird aber auch genommen ein Wert aus einem im Hintergrund liegenden Tabellenblatt. Das ist das Tabellenblatt Basiswerte und dort die Zelle B2. Schauen wir mal nach, was sich dort befindet. Und dann sehen wir, da haben wir wiederum die Angabe der Kapitalkosten, Weighted Average Cost of Capital wird hier angesetzt. Das ist das Erste, was noch einmal zu beachten ist in diesem Tabellenblatt. Das Ergebnis wird sein, nachdem wir diskontiert haben für die hier vorgegebenen 5 Jahre, dass wir die Summe des Barwerts, der Free Cashflows, berechnen können. Ganz einfache Summenberechnung in diesem Bereich. Nun ist es so, dass wir eine kurzfristige Betrachtung des Shareholder Values vornehmen können. In diesem Fall wäre es dann ratsam, so wie auch hier geschehen, dass wir die realen Aufwendungen eingeben, auch die realen Steuern, die anfallen, hier angegeben werden, Abschreibungen und Investitionen. Hier handelt es sich also im Prinzip dann um eine ganz konventionelle Arbeitsmappenstruktur, wo wir in die Spalten die einzelnen Jahre eingeben. Wenn wir aber tatsächlich davon ausgehen, dass das Unternehmen natürlich nicht nur diese 5 Jahre existiert, sondern noch einen längeren Zeitraum, dann ist es spannend zu sehen, wie können wir da weiterrechnen, wie sind wir in der Lage, Shareholder Value zu berechnen. Die Antwort ist der Residualwert, der berechnet wird. Und dieser Residualwert, der wird gebildet aus folgenden Angaben. Wir haben hier erstmal den Free Cashflow im Jahr 5. Das ist die Angabe in der Zelle F17. Ganz einfacher Verweis auf den Free Cashflow, den wir weiter oben berechnet haben. Wir haben es wiederum zu tun mit den Weighted Average Cost of Capital, die hier eingegeben werden. In diesem Falle ein Eingabefeld, grau hinterlegt. Sie sehen, das ist einfach als Zahl hier oben festgelegt worden. Und wir nehmen an, dass das Unternehmen über den Zeitraum in der Zukunft eine gewisse Wachstumsrate hat. Auch diese Wachstumsrate wird in Prozent erfasst. Und damit haben wir nun die Voraussetzung geschaffen, den Residualwert zu berechnen. Sie sehen die Formel dazu hier an der Seite nochmal angezeigt. Und wenn wir doppelklicken in dieser Zelle, dann sehen wir auch wieder die Umsetzung in Excel, relativ einfach zu realisieren. Keine Funktion, die wir aus dem Funktionsassistenten holen, sondern wir holen uns die Werte in Form einer einfachen Formel aus den einzelnen Zellen. Man erkennt hier F17, das ist der Ausgangspunkt und dann werden verwendet die beiden Werte in F18 und F19. Sprich in diesen beiden Eingabefeldern. Das Ergebnis wird sein der Residualwert, der wiederum, weil es sich ja um eine Betrachtung handelt, die über einen zukünftigen Zeitpunkt reicht, dieser muss diskontiert werden. Auch das natürlich eine Formel, die wir eingeben können. Doppelklick zeigt uns wieder, was das für eine Formel ist. Der Residualwert, den wir eben berechnet haben in F20, wird hier genommen und wird dann diskontiert. Da sind wieder entscheidend natürlich die Werte, auf welches Jahr bezogen machen wir das. Diese Angabe holen wir uns aus der Zelle F3 und dann wird nochmal verwiesen auf die Zelle B2 in Basiswerte. Das wäre dann sozusagen, können wir auch nochmal nachschauen, an dieser Stelle der Kapitalkostensatz, den wir ansetzen. Das ist also eine Berechnung, die durchgeführt wird. Damit hätten wir einen diskontierten Residualwert, den könnte man definieren oder bezeichnen als eine ewige Rente. Wir gehen also davon aus, dass dies ein Residualwert ist, den wir einsetzen können in sämtlichen zukünftigen Perioden, in denen das Unternehmen am Markt tätig ist. Rechnen wir nun noch 2 weitere Werte hinzu. Das ist der Marktwert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens. Hier ein Eingabefeld und dann eben auch noch
die Angabe des Marktwertes des Fremdkapitals. Das wird in diesem Falle abgezogen. Dann kommen wir zum Shareholder Value. Doppelklick, wie immer, in die Zelle, um die Formel zu sehen. Und dann stellen wir fest, wir haben also die Summe der Barwerte, F14, in diese Formel einbezogen. Dann wird dazu gezählt F21, der diskontierte Residualwert, eben berechnet. Es wird hinzugezählt der Marktwert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens, Eingabezelle, wie wir eben gesehen haben, und abgezogen wird der Marktwert des Fremdkapitals. Alles in allem dann eben diese Zelle Shareholder Value mit dem Ergebnis. Auch hier einfache Verfahren der Addition, der Subtraktion und eben des Diskontierens. Und dann sind wir in der Lage, über einen systematischen Aufbau der Arbeitsmappe diese Berechnung des Shareholder Values problemlos durchzuführen.